Vor mir liegt das Multitalent, so heißt das Gerät, von der Firma Fein. Fein benutzt hier 12 Volt Akkus. Ich habe vorhin mal einen Test gemacht mit einem vollen Akku. Das Ding lief um die 30 Minuten. Dieses Gerät hier hat eine Starlog Plus Aufnahme für die Werkzeuge. Das heißt, ich bin begrenzt auch wirklich nur auf die Werkzeuge mit Starlog Plus System. Das hat hier so eine sternförmige Ausbuchtung in jedem Werkzeug und hier natürlich der Counterpart. Ich lege das Werkzeug vor mich hin und wähle die gewünschte Position und drücke einfach nur leicht fest. Genial. Zum Lösen hier diesen Spannhebel nach vorne drücken und es fällt quasi von alleine raus. Wir fangen an mit der mitgelieferten Mischklinge. Das heißt, sie ist für Metall und für Holz gedacht. Ist relativ schmal. Das wird nicht einfach hier in dieses 4 cm starke Eichenholz. Das ging jetzt tatsächlich durch wie durch Butter. Das war überhaupt kein Problem. Wir machen jetzt einen Test ebenfalls mit derselben Klinge in 19 mm Schichtholz Multiplex. Wir benutzen das Ding als Tauchsäge und gehen direkt so oben in die Oberfläche rein. Wow, also das ging auch durch wie Butter. Die Klinge, die ja auch von der Firma Fein ist, ist genial. Macht wirklich Spaß, damit zu arbeiten. Das ist so eine Art Spachtel. Alles Mögliche kann ich damit fein säuberlich abschaben, abspachteln und das ohne Staub zu verursachen. So, ich probiere mal den jetzt hier schön zu entfernen. Das macht richtig Spaß. Und das alles ohne Staub, unglaublich schnell und zack, ist es schon weg. Ich fange an hier mit den 4 mm Messing und probiere jetzt hier am Rand einfach mal einen dünnen Streifen abzuschneiden. Und los geht's. Überhaupt kein Problem, also für die Maschine sowieso nicht und auch nicht für die Klinge. Schauen wir mal, was bei dem Edelstahl passiert. Edelstahl ist so ziemlich das zäheste und ja, widerstandsfähigste Material. Das mögen die meistens nicht so gerne. Auch hier ist die Abnutzung noch nicht groß zu sehen. Also auch hier, das hat sie gut überlegt und es ging ja relativ gut. Jetzt mache ich nochmal einen Schnitt in Aluminium in eine sogenannte Sandwichplatte. Das sind zwei Aluminiumbleche, 1,5 mm, 1 mm und dazwischen ein Aluminiumwabengewebe. Und ich probiere jetzt einen relativ geraden Schnitt hier entlang dieser Kante zu machen. Stellt auch kein Problem dar. So, in unserem Set befindet sich ja auch noch hier dieser Delta-Schuh mit Klettauflage und dazugehörige Schleifpapier.
Ihr habt gesehen, Schleifen ohne Absauger ist einfach immer eine Sauerei. Das macht man ungern und das ist einfach immer nur eine Notlösung. Dafür ist das Schleifergebnis super. Wir haben für euch das Multitool der Firma Fein getestet, diesmal die Akku-Version. In der Akku-Version heißt das Gerät Multitalent und ich muss sagen, das Gerät hat uns in allen Bereichen absolut überzeugt. Zum einen ist da mal die extrem schlanke Bauweise. Das Gerät ist sehr, sehr leicht. Das Gerät ist vibrationsentkoppelt. Das heißt, ermüdungsfreies und längeres Arbeiten ist möglich. Es kommt mit der genialen Starlog Werkzeugaufnahme für Werkzeuge Starlog Plus und Starlog und zwei Akkus. Für uns ist dieses Gerät eindeutig eine Top-Empfehlung und das nicht nur für Profis.